Metal World ist momentan in aller Munde. Wie ich erwartet habe, ist es ein Riesenhit auf Twitch geworden. Ich hatte schon ein bisschen früher Zugang dazu, vielen Dank an die Entwickler. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich heute mal einen Einsteiger-Guide zu PAL World mit vielen wichtigen Tipps und Tricks, die euch den Einstieg in eure Monsterfarm erleichtern. Es wird um grundsätzliche Tipps gehen, Base-Building, wie macht ihr das optimal, die besten Perls für den Anfang, wie levelt ihr schnell auf, wie könnt ihr schnell Erze abbauen, die braucht ihr am Anfang, um Fortschritt zu machen, wie bekommt ihr euer erstes Flugmount und so weiter. Viele Tipps für euch in den nächsten Minuten. Ich habe zu PAL World ja auch schon einen Ersteindruck gemacht, so ein Early Access Review ist jetzt hier auch nochmal verlinkt. Guckt euch das gerne mal an, wenn ihr sehen wollt, was es mit dem ganzen Quatsch auf sich hat. Mein Name ist Simon auf YouTube, Dr. Badbeard, schön, dass ihr da seid. Bei mir gibt es auf dem Kanal viele verschiedene Videos zu Videospielen und Technik, Guides und Reviews. Schaut gerne mal vorbei und lasst euch überraschen. Lasst ein Abo da und drückt auf die kleine Glocke. Dann seht ihr immer, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und wenn das hier gut ankommt, gibt es zu PAL World auch noch ein paar Videos. Wenn euch dieses Video gefällt, wie immer, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das hilft mir dabei, dass die Videos von mehr Leuten gesehen werden. Vielen Dank dafür. Aber genug Geplänkel, legen wir mal los mit dem Einsteiger-Guide. Fangen wir mal an mit so ein paar generellen Tipps zu PAL World. Wenn ihr eure Welt angelegt habt, könnt ihr nachträglich noch die Welt-Settings verändern. Ich habe auf Normal gestartet, man kann auch auf Casual runtergehen, denn da sind die PALs einfacher zu fangen. Man bekommt grundsätzlich einfach mehr Erfahrung, mehr Ressourcen. Das heißt, der Grind wird reduziert, aber die Kämpfe werden auch leichter. Allerdings kann man auch bei Custom Settings hier wirklich die Sachen, die einen stören, dann gezielt ändern. Zum Beispiel die PAL Capture Rate, wenn einem das zu langsam ist. Also man kann hier wirklich ins Detail gehen und zum Beispiel die Schwierigkeit des Spiels, also den Schaden, den Spieler oder PALs machen, gleich lassen und nur den Grind reduzieren. Das nur als Tipp am Anfang. Wenn ihr das Spiel auf dem Plateau startet, empfehle ich euch auch wirklich erstmal dem Tutorial zu folgen, denn das ist in der Tat gar nicht so schlecht in PAL World und zeigt euch tatsächlich nach und nach die einzelnen Systeme, denn davon gibt es, wie gesagt, in diesem Spiel ziemlich viele. Das kriegt ihr dann oben auf der rechten Seite eures Bildschirms so in Gelb angezeigt und das Ganze führt euch bis zum ersten Boss, den ihr in diesen Türmen finden könnt. Das sind jetzt keine Pokémon-Arenen oder sowas in der Art, sondern ja, wirkliche Bossfights, wo ein Trainer mit seinem PAL gegen euch kämpft. Und wenn ihr das abgeschlossen habt, habt ihr auch das Tutorial abgeschlossen. Aber es gibt sozusagen eine Art zweites Tutorial. Nachdem ihr das begonnen habt, baut ihr irgendwann eine PAL-Box, um euch eine Base anzulegen. Eine ganz zentrale Mechanik in diesem Spiel, über die wir später auch noch ausführlich reden werden. An dieser PAL-Box könnt ihr auch eure Base grundsätzlich upgraden. Das bedeutet, ihr könnt mehr PALs in eurer Base haben, die für euch arbeiten. Und das Ganze ist auch wie so eine Art Tutorial aufgebaut, wo ihr dann angezeigt bekommt, was ihr für Gebäude als nächstes denn bauen solltet. Da kann man sich dann auch dran entlanghangeln. Und über dieses Feature schaltet man tatsächlich auch die Erhöhung der maximalen Anzahl an Bases frei, was nachher wirklich sehr wichtig wird. Also hier nicht vergessen, die Base zu upgraden. Was das Aufleveln und Fortschritt machen angeht, gibt es ein paar Tipps, die man beachten sollte. Als erstes solltet ihr grundsätzlich die Perls, soweit ihr könnt, immer fangen. Denn dann bekommt ihr nicht nur ihre Drops und Ressourcen, sondern ihr bekommt eben einfach mehr Erfahrungspunkte. Und wenn ihr 10 vom selben Perl gecaptured habt, das seht ihr immer unten auf der rechten Seite des Bildschirms, bekommt ihr einen großen Erfahrungsbonus. Das heißt, von jedem Perl, den ihr seht, dann eben mal 10 zu capturen, ist eine der schnellsten Möglichkeiten, am Anfang aufzuleveln. Man muss dabei nur aufpassen, wie ihr hier seht, dass man seine eigenen Perls ein bisschen im Griff hat. Warum ich hier 2 Perls habe, zeige ich euch auch gleich. Zum Beispiel hier, wenn ich meinen Tansi draußen habe, greift das grundsätzlich erstmal alle Perls an, die ich auch attackiere und macht denen Schaden, was ja in Ordnung ist. Man kann aber hier mit Command-Perl auf PC, ist es die Taste 4, einmal hier den Perls Kommandos geben, zum Beispiel die Perls streicheln, was natürlich ein sehr wichtiges Feature ist. Dann kann man sie füttern, da kann man denen auch übrigens Medizin geben. Aber hier unten kann man ihnen grundsätzlich Befehle geben, wie sie sich verhalten sollen. Also, dass sie denselben Gegner fokussieren, dass sie aggressiv einfach Perls in der Umgebung angreifen. So kann man auch Erfahrungspunkte farmen, wenn man schnell genug die Perls fernwerfen kann. Oder kann ihnen sogar sagen, dass sie gar nicht angreifen sollen. Je mehr ihr von den Viechern fangt, also wirklich so im Speed-Modus, desto mehr Arbeiter habt ihr für eure Base, desto mehr Ressourcen bekommt ihr und desto schneller levelt ihr, wie gesagt, auch auf. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass ihr einen ganzen Haufen PAL-Sphären braucht, beziehungsweise PAL-Dium-Fragmente. Da sprechen wir gleich nochmal drüber, wie ihr mehr davon bekommen könnt. Aber grundsätzlich könnt ihr auch unterwegs, wenn ihr zum Beispiel auch keine Pfeile mehr habt oder sowas, könnt ihr einfach mit B ins Build-Menü gehen und eine primitive Workbench bauen. Und da kann man dann so grundsätzliche Sachen wie eben diese PAL-Sphären basteln. Also man muss zum Bauen von PAL-Sphären nicht immer zurück zur Base. Ein weiterer grundsätzlicher Tipp ist mal hier im Menü auf Optionen zu gehen. Hier gibt es, so ein bisschen versteckt, den Survival Guide, wo total viele
nützliche Informationen drin sind, zum Beispiel auch ganz unten hier die Elemente. Da könnt ihr nämlich sehen, das Ganze hat auch so eine elementare Weakness-Tabelle, wie man das hier erwarten würde, aber die könnt ihr auch hier im Spiel nachgucken, da müsst ihr euch also irgendwie keine Notizen machen oder euch das merken. Hier gibt es auch einen Haufen andere nützliche Informationen, das lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzugucken. Ein paar Tipps zum Perlfangen, das kann man auch sneaky machen, geduckt sich anschleichen und den an den Hinterkopf eine Sphäre werfen. Dann gibt es nämlich einen Bonus. Wenn man den Rücken trifft, so kann man auch ohne Kampf niederleveligere Perls fangen. Wenn ihr nachts unterwegs seid, wo es natürlich auch besondere Perls gibt, wie hier auch diesen hier, den ich dabei habe, über den ich gleich nochmal sprechen will, weil ich den sehr nützlich finde. Wenn Perls nachts schlafen, dann macht ihr doppelten Schaden mit dem ersten Angriff und habt auch einen Capture-Bonus. Allgemein könnt ihr eure Capture-Effizienz bei diesen Statuen, die ihr selber in eurer Base bauen könnt oder auch in der Welt finden könnt, erhöhen mit diesen grünen Liffmunk-Effigies, die überall in der Welt zu finden sind. Nachts sind sie ein bisschen leichter zu finden. Eigentlich auch alle Schnellreisepunkte, die so orange leuchten, sind nachts schneller zu finden, weil sie eben leuchten. Nur sieht man dann zumindest am Anfang erstmal nichts. Naja, jedenfalls, wenn man die sammelt, die sind überall versteckt, kann man hier seine Capture-Effizienz auch grundsätzlich erhöhen. Und natürlich auch hier mit den Perlseelen seine Perls upgraden. Das ist aber was, wo ihr zumindest am Anfang erstmal nicht so drauf achten müsst. Wo ihr aber drauf achten müsst, ist, wenn ihr auflevelt, wenn ihr diese Tipps beachtet habt, die ersten, könnt ihr hier im Menü Enhanced Stats erstmal eure Punkte verteilen. Ich würde sagen, gerade am Anfang des Spiels ist Tragekapazität einer der wichtigsten Stats, wenn man rausgeht zum Farmen. Das Battlen regeln halt häufig die Perls für euch. Stamina halte ich auch noch für einen sehr wichtigen Punkt, denn ihr wollt ja auch irgendwo hochklettern können und da vielleicht was Geheimes finden oder so. Also das sind die Sachen, auf die ich mich zumindest am Anfang vom Spiel konzentriere. So, und nach den allgemeinen Tipps geht es jetzt ans Eingemachte. Jetzt reden wir mal über eine der wichtigsten Mechaniken im Spiel, nämlich die Base. Und direkt das Wichtigste zu Anfang, die Platzierung eurer ersten Base. Ihr seht hier diese blaue Linie, die baut sich um eure Perlbox herum auf. Und innerhalb von diesem Radius um die Perlbox herum können eure Perls ihre Arbeit verrichten, die verschiedenen Stationen bedienen, aber auch grundsätzlich Sachen abbauen und so weiter. Und hier erstmal direkt ein ganz wichtiger Tipp am Anfang. Die Positionierung eurer ersten Base macht da vielleicht nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe mir hier einfach einen Ort ausgesucht, den ich ganz schön fand. Hier wegen diesem Wasserfall und so weiter. Ihr seht, hier ist auch eine Brücke und da seht ihr schon das erste Problem. Das Pathing der Perls, also wie die ihren Weg zur Arbeit finden sozusagen, zu ihren Aufgaben, ist hier in solchem hügeligen Terrain vielleicht nicht ganz so optimal. Zum Beispiel hier an der Brücke bleiben die häufig stecken. Also ja, natürlich kann man später mehrere Bases bauen und sich dann auch eine aussuchen hier für irgendwie so eine schöne Hütte neben einem Wasserfall. Aber gerade für eure erste Base empfiehlt sich eigentlich eher das Flachland und vor allen Dingen ein Ort, an dem viele der Ressourcen irgendwie überlappen. Es wäre ganz gut, wenn ein paar Bäume und Steine da wären, klar, aber diese Ressourcen können wir auch anderweitig dann später kriegen. Sehr praktisch ist eine Mischung aus diesen Sachen und vor allem auch ein bisschen Erz wäre gut, denn Erz ist im Endeffekt eine Art Progression Gate später für viele Crafting-Sachen. Und gewisse Perls können eben auch diese Materialien, die innerhalb von diesem blauen Radius sind, abbauen. Und hier auch direkt ein ganz wichtiger Tipp, diese Ressourcen regenerieren auch wieder. Steine, Erz, auch hier die Paldium-Fragmente und die Bäume hier, also die habe ich alle schon irgendwie viermal gefällt, die regenerieren wieder. Das heißt, wenn ihr einen Ort findet, wo irgendwie so 3, 4 Erzvorkommen an einem Fleck sind oder so, dann seid ihr da schon mal ganz gut aufgestellt. Im Endeffekt habe ich es gar nicht so sehr bereut, meine erste Base hier gebaut zu haben, denn wie sich herausstellt, in der Nähe von dieser Base ist tatsächlich hier auf dem Zipfel, und das könnt ihr auch auf der Map hier sehen, das ist ganz in der Nähe vom Startplateau hier unten, ich meine Base gebaut, ist hier so ein Zipfel, der hier so rüberführt. Da kommt man eigentlich erst später hin, wenn man hier diese Kurve geht. Hier könnt ihr sehen, auch außerhalb der Base, hatte ich ja eben schon erklärt, kann man zum Beispiel eine Workbench bauen, aber auch hier diese Standard-Holzstrukturen. Und hier habe ich mir einfach so eine Art Treppe gebaut, hier rüber. Denn dieser Baum hier, da wachsen Früchte, die ihr euren Perls geben könnt, um denen neue Moves beizubringen. Und auch die regenerieren, genauso wie übrigens die Orte, an denen ihr Eier findet. Genau hier oben, wo ich das Ding gebaut habe, ist ein Ei gespawnt und hier ist auch immer wieder mal ein Ei aufgetaucht. Also wenn ihr irgendwo eine Position findet hier in der Open World, wo ihr so einen Baum findet oder ein Ei oder sowas, da denkt man vielleicht erstmal nicht dran, kann man die sich natürlich hier mit den Markern auf der Map markieren. Dungeons markiere ich mir immer, aber genauso könnte man sich die Eier und hier diese Bäume mit so einem Symbol markieren, damit man immer mal wieder da vorbeischauen kann, um diese Sachen erneut abzuholen. Übrigens, wenn ihr mal Eier gefunden habt und die ausbrüten wollt, dann könnt ihr hier sehen, dass der Inkubator, den ihr dann auch aus dem Tech Tree und so freischalten könnt, ne, hier mit einem Timer abläuft, aber unten steht auch Inkubationsgeschwindigkeit. Die hängt davon ab, wie kalt oder warm das ist. Manche Eier brauchen es kühler, manche brauchen es wärmer. Da müsst ihr vielleicht gegebenenfalls in der Nähe hier ein Feuer bauen, um den Inkubationsspeed hier zu optimieren. Das nur so ein kleiner Tipp am Rande.
So, jetzt haben wir über die Base-Positionierung gesprochen. Flachland ist besser, eine gute Mischung aus Ressourcen und vielleicht ein bisschen Erz. Ich hatte gerade gesagt, dass man gewisse Ressourcen, wie zum Beispiel das Holz hier und die Steine, auch kriegen kann, wenn die Ressourcenknoten verbraucht sind. Das kann man hier mit diesen Stationen machen. Die muss man erst im Tech-Tree freischalten. Und wie gesagt, durch das schnelle Aufleveln mit den Tipps, die ich euch vorhin gegeben habe, kommt ihr hier auch relativ schnell weit nach vorne. Wichtig ist oder zu beachten ist, dass ihr die Tech-Punkte nicht für alles ausgeben müsst, direkt wenn ihr was freigeschaltet habt. Ihr könnt euch die auch aufsparen, wenn ihr später was seht, was ihr unbedingt braucht. Hier sind halt wirklich wichtige Progression-Sachen drin. Neue Workbenches, hier das Ding zum Schmelzen. Also Sachen, die essentiell sind. Dafür würde ich auf jeden Fall die Punkte ausgeben. Aber dann gibt es noch so ein paar Flavor-Sachen. Wenn ihr einen gewissen Pal fangt und auf der entsprechenden Tech-Stufe seid, dann wird hier so ein Knoten freigeschaltet, wo ihr dann für den vielleicht seine aktive Fähigkeit freischalten könnt. Zum Beispiel die erste Knarre, die man im Spiel kriegen kann, ist die Submachine Gun vom Livmunk oder das Assault Rifle von Tansy. Livmunk findet man hier an diesen Orten. Das könnt ihr übrigens auch immer hier im Pal-Deck nachgucken, wenn ihr hier auf Habitat klickt. Und Tansy findet ihr hier an diesen Orten, also beide auch relativ nah am Tutorial-Gebiet, sage ich mal. Hier unten kann man auch zwischen Tag und Nacht umschalten und manche findet man vermehrt in der Nacht oder nur in der Nacht. Die beiden sind eure erste Möglichkeit, um Knarren benutzen zu können. Der Tansy benutzt seine Knarre selber, wenn ich den aktiviere, holt er seinen Assault Rifle raus und schießt damit los, sobald Gegner halt in der Nähe sind. Und das Livmunk kann man auf den Kopf nehmen. Dann packt es seine Uzi aus und ja, wenn man attackiert, selbst wenn es nur hier mit einer Axt ist oder was, muss keine Distanzwaffe sein, dann schießt er auch einfach drauf los. Das ist übrigens auch, warum ich hier einen zweiten Pal dabei habe und das ist auch, wie ihr Reittiere bekommt. Also über erstmal Freischaltungen hier im Tech Tree. Zum Beispiel kann man dann auch aus dem Fox Spark einen Flammenwerfer machen. Muss man also hier freischalten. Dafür muss man aber auf Stufe 6 auf jeden Fall die Pal Gear Workbench freischalten und bauen. Und hier könnt ihr sehen, kann man dann diese ganzen freigeschalteten Sachen machen. Zum Beispiel hier eine Bazooka, aus denen man diese Pinguine schießt. Hier das Daydream Necklace ist eins meiner Lieblings-Items. Das sorgt halt dafür, dass ich hier wirklich zwei Pals auf einmal haben kann. Das Daydream ist jetzt immer mit draußen. Könnt ihr auch hier sehen, das ist seine spezielle Fähigkeit. Wenn es im Team ist, ist es in der Nähe vom Spieler und attackiert mit Magieangriffen, wenn ich angreife. Das ist, wie gesagt, eine Fähigkeit, die freigeschaltet wird über dieses Pal-Gear. Manche Fähigkeiten buffen den Rest des Teams, geben euch mehr Tragekapazität. Manche Fähigkeiten sind aktiv, wie das hier von dem Livmunk, und brauchen Gear. Manche brauchen aber kein Gear. Das seht ihr dann, wenn ihr den Pal mal gefangen habt. Aber wie gesagt, für manche der Fähigkeiten, vor allem auch die Reittierfähigkeiten, braucht ihr dieses Equipment. Aber jetzt schlagen wir auch wieder die Brücke und kommen zur Base zurück, denn die Pals helfen euch nicht nur im Kampf und bei der Mobilität und so weiter, sondern helfen euch auch in der Base. Wenn wir in der Party einen Pal angucken, können wir natürlich hier auch seine ganzen Stats sehen. Da haben wir Attack, Defense und Workspeed. Workspeed ist natürlich maßgeblich dafür, wie schnell und wie gut der arbeitet. Aber was der arbeiten kann, sehen wir hier unten drunter. Das kann man auch im Pal-Deck nachgucken. Hier ist das in der Übersicht auch aufgeführt. Und da gibt es jetzt verschiedene Sachen. Kindling kann Dinge anzünden bzw. Einrichtungen betreiben, die Feuer benötigen. Planting ist selbsterklärend, pflanzt Dinge an. Handiwork ist ein grundsätzlicher Arbeiter, der beim Bauen von Strukturen hilft oder beim Craften von Sachen. Lumbering baut Holz ab. Medicine Production kann Medizin produzieren an besonderen Workbenches, die ihr später freischaltet. Transporting bringt Gegenstände, die rumliegen, in die nächste Kiste. Watering betreibt Stationen, die Wasser benötigen oder gießt Pflanzen. Generating Electricity, ja, generiert Elektrizität für Gebäude und Einrichtungen, die ihr später braucht. Gathering kann Dinge sammeln, also Beeren oder sowas. Mining kann Dinge abbauen an den Stationen, die ihr bauen könnt, die ich euch gleich nochmal zeige. Aber auch, wie gesagt, an den Knoten, die sowieso in eurer Base spawnen. Cooling kann, ja, Dinge kühlen. Und Farming, das ist ganz wichtig, hat nichts damit zu tun, dass der Pal hier diese Beete bestellt. Das machen, wie gesagt, die Planting- und Watering-Pals sowie die Gathering-Pals. Die bestellen die Felder, also säen aus, bewässern und ernten die. Farming ist für was anderes. Das ist hier unten für, naja, die Farm. Das bedeutet, ihr habt einen Pal, der in die Farm reingeht und da seine Ressourcen droppt. So kann man zum Beispiel von dem Schaf hier Wolle bekommen oder von Capriti, wie ihr schon sehen könnt. Das hat hier so Beeren auf dem Rücken. Das droppt dann Beeren. Also wenn ihr eine Farm gebaut habt und dann in eurer Base diese Pals aktiv habt, dann produzieren die hier regelmäßig ihre Ressourcen. Für jeden Pal solltet ihr natürlich ein Bett haben und die Kapazität an Pals, die ihr in der Base haben könnt, wie gesagt, steigt mit dem Base-Level. Wenn man an die Palbox geht, kann man auch sehen, was die hier gerade machen oder wie ihr Hunger ist oder ihre Sanity, S-A-N, hier unten drunter. Das bedeutet einfach, wie gestresst die sind, und je mehr ihr darauf achtet, dass die genügend Futter haben, dass die ein Bett haben und dass vielleicht auch dann später irgendwann eine Medizinstation da steht, wenn die krank werden, dann bleibt die Sanity erhalten. Ihr könnt die Pals dann aber auch
Einfach austauschen, kurz rausnehmen und neue Pearls reinmachen. Aber es gibt schon so ein paar Pearls, die mehr bringen als andere oder die nützlicher sind als andere, gerade am Anfang vom Spiel, die man in der Base haben möchte. Und ich habe herausgefunden, dass eine gute Mischung eigentlich an Pearls, die viele Aufgaben übernehmen können, wie zum Beispiel dieses Kativa, was wirklich sehr praktisch ist. Das kann, wie ihr seht, hier bauen, das kann gathern, mining und transportieren. Also ist so ein Allrounder, den ihr früh im Spiel hier auch schon im Tutorial-Gebiet finden könnt. Das macht, wenn ihr dem keine Aufgaben gebt, immer automatisch das, was gerade ansteht. Und ein paar davon zu haben, die hier so mehrere Sachen übernehmen können, ist sehr praktisch. Aber man kann die Pearls auch hier, wenn man zu ihnen geht, mit der F-Taste auf dem PC kann man sie hochnehmen. Und dann kann man an eine gewisse Station gehen und die der zuweisen. Zum Beispiel könnte ich jetzt das Kativa hier hinwerfen. Gut, jetzt ist das Livmung schon da am Arbeiten. Oder ich könnte es aber hier hinwerfen. Und dann steht da an der Seite, seht ihr, Fixed Assignment to Primitive Workbench. Jetzt wartet der da hier auf eine Aufgabe. Und wenn ich jetzt sage, okay, mach mir mal so ein paar Pulsphären, dann fängt er an mit der Produktion und ist jetzt, wie gesagt, fest zugewiesen. Genauso kann man hier so ein Feuerperl fest zum Beispiel einem Feuer zum Kochen zuweisen oder einem Schmelzofen zum Schmelzen der Erze. Und wie gesagt, eine gute Mischung aus gemischten Perls, die mehrere Sachen können, und Perls, die ja weniger Sachen können, die ein bisschen spezialisierter sind, habe ich festgestellt, ist ganz gut. Zum Beispiel kann man natürlich auch hier diese Schafe oder die Farming-Pearls, wir haben ja jetzt gelernt, was das ist, nehmen und die auch wirklich der Farm zuweisen. Und hier sehen wir schon eine Sache, die ich besonders cool finde. Das sind hier diese kleinen Viecher, die Wixi. Und ich gehe jetzt auch erstmal schlafen, damit ihr auch sehen könnt, wovon ich rede. Wixis sind Pearls, die auch eine Farming-Spezialisierung haben. Gathering können sie auch. Aber bei Farming könnt ihr hier sehen, when assigned to a ranch, also so einer Farm, sometimes digs up items from the ground. Das Habitat dieser Viecher ist hier, also auch ganz in der Nähe der Tutorial-Insel hier um die Ecke. Da könnt ihr ganz viele Wixis finden. Und was die ausgraben, stellt sich heraus, sind Pulsphären. Ja, tatsächlich. Eine der besten Möglichkeiten, am Anfang Pulsphären zu generieren, ist, The Ranch zu bauen und ein paar von diesen Wixis da fest zu assignen. So könnt ihr Pulsphären auch, ohne dass ihr das Paldium abbaut, am Anfang relativ schnell gathern. Auf jeden Fall solltet ihr euch auch so einen Fox Spark holen, damit ihr halt hier die Lagerfeuer oder die Schmelzofen betreiben könnt. Die findet ihr auch hier direkt in der Nähe von meiner Base, hier in der Nähe vom Tutorial. Da sind die überall zu finden. Also der erste Feuerperl, den ihr euch da so holen könnt. Hier die Pinguine, die Pengulets sind gute Allround-Pearls, die Handiwork und Transporting haben, also Sachen sammeln können, arbeiten können, wie schon gesagt, aber auch Watering haben, also für eure Farm nützlich sind. Die findet ihr genauso, auch hier direkt am Anfang schon im Spiel. Und einer meiner liebsten spezialisierten Pearls ist der hier, der Eiktrüdier, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Der kann nur Holz abbauen. Also dem müsst ihr gar nicht zuweisen. Der baut einfach wirklich effizient Holz ab. Ihr seht hier Level 2 Lumbering. Das heißt, der ist auch ziemlich schnell darin. Den findet ihr auch hier am Anfang. Also das sind so wirklich so ein paar gute Start-Pals. Zu beachten ist übrigens, wenn ihr Pals fängt, die ein höheres Level haben als ihr, die Eikritidier sind oft so Level 10 hier auf dieser Startwiese. Wenn ihr da hinkommt mit Level 6 oder so, könnt ihr die trotzdem fangen, aber die werden dann vom Level an eures angepasst. Das gilt auch später, wenn ihr Pals fangt mit einem höheren Level, werden die an euer Level angepasst. Und dann, wie gesagt, habe ich ja auch versprochen, über diese Stationen hier noch zu reden, die euch eben Ressourcenknoten in die Base bauen, mit denen ihr dann diese Standardressourcen automatisiert auch mit den ganzen Pearls hier generieren könnt. Die findet ihr hier im Tech Tree auf Stufe 7 und es ist wirklich nützlich, die zu haben. Und mein Tipp ist auch, hier in die Nähe direkt eine Kiste zu bauen, also direkt davor, denn Pearls sammeln die Sachen und bringen sie zu der nächstmöglichen Kiste. Die Kisten innerhalb von dem blauen Radius eurer Basis teilen auch ihr Inventar mit den Crafting Benches, also die Materialien, die da drin liegen, könnt ihr von jeder Crafting Bench auch benutzen, also könnt ihr ruhig mehrere Kisten da hinstellen. Aber hier, wenn da so 200 Holz drin sind, könnt ihr euch natürlich nicht bewegen, wenn ihr die gesammelt habt. Und wenn da hier direkt eine Kiste ist, könnt ihr sie halt auch hier einfach sofort abladen und dann ist wieder gut. Übrigens, ein Tipp am Rande, wenn ihr mal zu schwer beladen seid, ne, wie hier jetzt zum Beispiel mit dem ganzen Holz, zumindest bis zum gewissen Grad an Überbelastung, könnt ihr dann mit eurem Reitperl euch auch noch ein bisschen schneller bewegen als zu Fuß. Und noch am Rande, diese Steinmine ist auf jeden Fall ziemlich nützlich, denn viele Steine sorgen auch dafür, dass ihr, wenn ihr hier das Ding bauen könnt, das ist der Crusher auf Stufe 8, also eine Stufe nach diesen Ressourcenknoten. In dem könnt ihr tatsächlich aus Steinen Paldiumfragmente machen. Die braucht ihr natürlich für viele der wichtigeren Einrichtungen und natürlich auch für die Palsphären. Das Ding wird auch mit Wasser betrieben, also so ein Wasserperl wie den Pinguin beispielsweise. Und auch hier kann man natürlich einen direkt zuteilen, der sich die ganze Zeit darum kümmern soll, das Ding zu befeuern. Und dann wird hier regelmäßig Paldium hergestellt. Wenn eure Pals sich mal hier irgendwo verirrt haben
so wie bei mir hier in diesen Ecken oder so, dann kann man natürlich auch ganz einfach hier die Palbox öffnen, die alle wieder reinholen. Und übrigens auch aus eurem Team, wenn eure Pals ausgenockt werden im Kampf, die regenerieren dann halt hier zum Beispiel ihre Lebenspunkte in der Box. Aber so kann man zum Beispiel auch das Pathing resetten, dass die Viecher wieder ihren Weg finden. Ganz wichtig ist natürlich auch die Futterbox zu bauen, denn sonst arbeiten die irgendwann nicht mehr. Die müssen natürlich auch gefüttert werden unterwegs. Das Ding könnt ihr dann immer vollladen mit irgendwelchen Sachen, die ihr unterwegs findet. Die Bären und mit den Bärenfarmen könnt ihr natürlich dann auch früh schon eigene Sachen hier produzieren, solange ihr Pals habt, die pflanzen können, bewässern können und transportieren können, werden diese Dinger hier automatisch bestellt. Und nochmal, ihr könnt natürlich auch speziell, um das zu optimieren, gewisse Pals zuweisen. Aber nochmal, die Mischung macht es grundsätzlich aus eher spezialisierten Pals und Pals, die mehrere Aufgaben übernehmen können. Dann funktioniert die Base auch ganz gut, ohne dass ihr diese Micromanagement-Commands gebt. Vorhin habe ich kurz darüber gesprochen, dass Erze hier so eine Art, ja, Bottleneck-Ressource sind. Und hier habe ich einen ganz tollen Ort für euch, an dem ihr Erze abbauen könnt. Wir wissen ja jetzt schon, dass die Sachen hier regenerieren. Hier könntet ihr zum Beispiel eine zweite Base bauen, sobald ihr es, wie gesagt, freigeschaltet habt. Und ihr seht, hier sind ganz schön viele dieser Erzvorkommen. Das ist in der Nähe dieser desolaten Kirche, wo drin auch so eine Upgrade-Statue und so ein Liv-Munk FLG ist. Die findet ihr vom Tutorial aus hier an dieser Stelle. Hat auch, ganz praktisch das Ganze, einen eigenen Travel Point. In der Nähe von Boss-Arenen kann man das nicht machen. Ihr seht hier, wenn es ein Overlap gibt mit Objekten oder hier steht in der Nähe von einer Boss-Facility. Hier ist natürlich auch der erste Turm in der Nähe. Aber hier so an der Ecke hier, hier kann man das machen und da könnte man eine sehr effiziente Erzabbaubasis basteln. Die erste und einfachste Möglichkeit, am Anfang schnell an Erze zu kommen, weil das beschränkt wirklich euren Progress, ist mit diesem Kollege hier, mit dem Rushor. Natürlich könnt ihr jetzt hingehen, hier mit eurer Pickaxe auf dem Ding rumkloppen oder so. Das dauert lange, kostet Stamina. Mit dem Rushor könnt ihr mit Reckless Charge, also Maustaste auf dem PC, hier rein crashen. Und ihr seht schon, damit bauen wir tatsächlich auch hier die Materialien ab. Interessanterweise spawnen diese Rushors auch hier, wie ihr sehen könnt, in der Nähe von den Erzvorkommen hier, als ob es geplant gewesen wäre. Wie gesagt, hier ist diese Kirche, da sind die Erzvorkommen. Die Rushors haben diese spezielle Fähigkeit Hard Head, Zerstören von Felsen, während man auf ihnen drauf sitzt. Rushors findet ihr, wie gesagt, an der Stelle hier, wo auch diese Kirche ist, tatsächlich lustigerweise, und halt hier oder hier, ne, also auch relativ früh am Anfang. Dann noch, wie gesagt, wenn ihr eins gefangen habt, dran denken, dass ihr hier Technologiestufe 6 den Sattel bauen müsst und craften müsst dann speziell. Ja, und dann kann es losgehen. Müsst ihr natürlich nicht an der Stelle hier machen, aber selbst wenn ihr noch nicht an dem Punkt seid, wo ihr eine zweite Base bauen könnt, hier zum Abbauen von Erzen oder sowas. Trotzdem, wenn ihr einen Rushor habt, habt ihr erstmal einen Mount, aber jeder Stein, den ihr findet, jedes Erzvorkommen, was ihr findet, könnt ihr wesentlich schneller abbauen. Und da kann man natürlich dann, ne, einfach Palbox, paar Pals, die was transportieren. Natürlich muss man auch trotzdem darauf achten, dass man denen jetzt hier Betten baut und eben zumindest eine Futterbox. Aber die kann man natürlich auch verheizen, wenn man so möchte. Und schon so nach einer Minute, seht ihr, hier haben wir schon 49 Erze hier. Und um die Materialien dann effizient übrigens in die andere Base zu bekommen, nun, ihr wollt die ja nicht tragen, stellt ihr einfach die Kiste hier direkt neben eure Pallbox, also den Teleporter. Dann könnt ihr hier reingehen, euch einmal komplett überladen. Ich kann mich nicht mehr bewegen, aber ihr könnt trotzdem noch hier den Fast Travel benutzen zu eurer ursprünglichen Base. Ja, das ist in diesem Spiel so. Und wenn ihr dann dahin teleportiert seid, dann könnt ihr die Materialien einfach auf den Boden droppen. Ich glaube, man kann hier hinter der Pralbox, wo man dahin teleportiert wird, keine Kiste bauen. Zumindest scheint das immer bei mir hier geblockt zu sein. Aber ihr habt natürlich eure Pals, die das dann transportieren. Wenn hier freie Items rumliegen, dann sammeln die ein. Wie ihr gesehen habt, haben wir gerade schon gemacht. Zu der nächsten Kiste. Und so habt ihr dann ganz einfach eure Materialien aus eurer ausgelagerten Ressourcenbase hierher transportiert. Das ist zumindest am Anfang eine ganz gute Möglichkeit, hier schnell an die Ressourcen zu kommen. Könnt ihr dann halt hier bei den Ressourcenknoten laufen lassen, wenn ihr keinen Bock mehr habt oder keine Lust habt, euch mehr um die Perls zu kümmern, könnt ihr die natürlich dann auch, und das ist wirklich so die Ghetto-Methode, könnt ihr dann natürlich auch einfach zurück in eure Pallbox ziehen. Die ist nämlich übergreifend zu allen Bases, dann sind die wieder verfügbar. Aber wie gesagt, bevor ihr das hier so ausschweifend automatisiert oder noch komplizierter macht oder so. Das hier sind frühe Möglichkeiten. Die allerfrühste ist aber, die einfachste ist halt hier, euch so ein Rush-Ore zu besorgen. Aber ihr seht ja hier, was ich hier machen kann. Ich kann quasi meine Mining-Base hier auch mit unterstützen. Einen ganzen Haufen von den Erzen abbauen. Und ihr seht schon hier, wenn ich das hier in dieser quasi ausgelagerten Base mache, dann helfen mir meine kleinen Kollegen hier, die Sachen zu sammeln und auch in meine Kiste zu tragen. Also das funktioniert ganz wunderbar am Anfang, um diese erste Hürde mit den Erzen zu nehmen. Und natürlich eine Sache, die ihr auch am Anfang machen wollt, so früh wie möglich wahrscheinlich, ist euer erstes Flugreittier zu bekommen. Und das, ich glaube, erste Flugreittier, was ihr kriegen könnt, ist der Nightwing. Da kann man natürlich jetzt, ne, sehen, dass der nicht so viel Stamina hat.
Aber für den Anfang, um hier so ein paar Sachen zu überwinden, geht das. Und ihr seht auch hier, wenn die Stamina verbraucht ist und er runterfällt, nehmt ihr keinen Schaden, glücklicherweise. Das heißt, ihr könnt ihn wie so einen ganz langsamen Supersprung eigentlich eher sehen. Also kommt man dann halt auch auf die Spitzen der Gebäude hier, kann hier so ein paar dieser Secrets finden. Hier ist zum Beispiel wieder ein Ei versteckt und denkt daran, hier an der Stelle wird wahrscheinlich dann auch öfter ein Ei spawnen. Viele Collectibles sind wirklich hier so auf hohen Gebäuden versteckt. Und jetzt machen wir uns mal auf den Weg in die Richtung, da will ich euch auch noch was zeigen. Aber noch ein Tipp am Rande, wenn ich jetzt hier von ihm abspringe, seht ihr hier, meine Stamina-Leiste ist von seiner getrennt. Ich habe jetzt hier nur so einen blöden Gleiter dabei, aber es gibt gewisse Pals, die gute Gleiter sind, sind zum Beispiel der Celeray, den findet ihr hier am Strand. Na, hier als erstes in der Nähe von dieser Festung hier am Strand, das ist auch ganz nah am Tutorial. Oder hier an diesen Stellen hier früh im Spiel. Der ermöglicht es euch, einen besseren Gleitflug zu machen. Und das, wie gesagt, dann kombiniert mit einem Nightwing, den ihr auch hier im Tutorial-Areal schon finden könnt. Also auch wieder super früh im Spiel. Ich finde, den kriegt man meistens so früh morgens oder kurz vor Sonnenuntergang zu sehen. Das ist ja häufig zeitabhängig, wann die Pals spawnen. Nightwing habe ich zu den Zeiten gefühlt öfter gesehen, aber den findet ihr, wie gesagt, ganz früh. Fliegt natürlich oben, also müsst ihr nach oben gucken, mit dem Bogen draufschießen, dann kommt er und attackiert euch, dann fangt ihr euch ein. Und dann, wie gesagt, Technologiebaum, frühestes Flugmount, Stufe 15, könnt ihr den Sattel craften. Dann habt ihr schon mal einiges gewonnen. Über Dungeons haben wir noch nicht geredet, die sind selbsterklärend. Da sind Truhen drin mit Stuff, da sind Boss-Charaktere drin. Boss-Pals könnt ihr auch übrigens fangen. Also sowohl hier in der Overworld gibt es Bosse, wie zum Beispiel hier ganz früh dieses Mamorest, hier das Chillet oder hier das King Packer oder hier der Pan King. Die sind immer an denselben Stellen, sind auch extra markiert, habe ich nicht selber gemacht, ist vom Spiel aus markiert. Aber hier in Dungeons, wie hier zum Beispiel einer markiert ist, da findet ihr auch Bosse. Die Dungeons respawnen auch, da könnt ihr dann die Boss-Pals auch fangen. Da findet ihr Materialien und Blaupausen für verschiedene Sachen. Es gibt Blaupausen für verbesserte Versionen von den Sachen, die ihr über den Tech-Tree freischaltet. Zum Beispiel hier der alte Bogen in Uncommon ist auch eine Blaupause gewesen. Und genauso wie die Eier und das andere, von dem ich euch erzählt habe, respawnen die Bosse hier, denn die droppen auch uralte Technologieteile. Ist ein wichtiges Crafting-Material, kriegt ihr, wie gesagt, von Overworld oder auch teilweise Dungeon-Bossen. So, was ich euch aber auch noch zeigen wollte, war natürlich hier bei diesen aufsteigenden Rauchschwaden. Da findet ihr häufig irgendwie Points of Interest. In den meisten Fällen sind es hier so kleine Siedlungen. Da gibt es eigentlich häufig nicht so viel zu tun. Also ich habe in meinem Early Access-Eindruck ja auch schon drüber gesprochen, das ist kein so Quest-Heavy-Game, aber hier gibt es zumindest Händler, mit denen ihr reden könnt. Da gibt es Blaupausen auch für Cosmetics oder so. Viele der Sachen, die Pals fähren, sind natürlich überteuert. Die könnt ihr auch selber craften. Aber wichtiger ist er eigentlich, um sein eigenes Zeug zu verkaufen. Aber hier speziell gibt es auch hier oben drin einen Pal-Händler. Da könnt ihr tatsächlich Pals kaufen. Die wechseln auch durch. Gibt es unterschiedliche. Aber eben auch verkaufen. Also ich habe ja schon gesagt, es lohnt sich so viel mehr. Ihr habt so viel Kapazität, einfach alle zu fangen wegen den Experience Points. Ihr kriegt trotzdem die Drops und so. Plus XP-Bonus für 10 Captures. Und dann könnt ihr die auch noch verkaufen für Geld, wenn ihr die nicht braucht. Also Pals fangen ist wirklich die beste Möglichkeit zu leveln. Und ja, jetzt, glaube ich, habe ich alle wichtigen Punkte zum Start abgedeckt. Was wir in den letzten Minuten besprochen haben, sollte euch einen sehr guten Start in das Spiel ermöglichen. Wenn ihr weitere Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, wenn es euch gefallen hat, überhaupt, also freue mich natürlich immer darüber, dann schreibt gerne unten einen Kommentar drunter. Wie gesagt, würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Das war jetzt dann doch ziemlich viel Skript, ziemlich viel zu erzählen. Aber Palworld ist halt auch ein massives Game mit richtig vielen Systemen. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, irgendwas Cooles gefunden habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Zu Palworld gibt es garantiert noch eine ganze Menge zu erzählen. Deswegen wird es wahrscheinlich auch nochmal das ein oder andere Video geben. Also wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen. Aber das war es erstmal wieder von mir. In jedem Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!